Willkommen zurück, Leute, zu Harveys neue Augen. Wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten die junge neue Liebe zerstören. Genau das wollten wir machen. Und das machen wir jetzt auch. Wir müssen nur irgendwie an die Knallfrische rankommen. Hurra! Lilly hatte Ednas Knallfrische gefunden. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Und wie kommen wir dann nochmal ran? Das Schwert war fast lang genug, um damit an die Knallfrische zu gelangen. Leider nur fast. Lilly brauchte wohl eine Art verlängerten Arm. Eine Art verlängerter Arm. Aber mit der Muskete geht's nicht. Dann weiß ich auch nicht. Gucken wir nochmal, was wir einsammeln können. Das Kreuz vielleicht? Das würde mich nicht wundern, wenn sie das nehmen würde als verlängerten Arm. Wir können ja auch was mal so machen. Dann sehe ich ja, ob hier noch irgendwas fehlt. Aber es ist nur die Torte. Die Party-Torte. Na gut, dann gehe ich hier erstmal. Oder kann sie vielleicht vom Gargoyle selber irgendwas abschlagen? Mit der Schuluhr? Dann nicht. Gehen wir nochmal in den Schlafsaal. Da ist sie nicht mehr. Und ich glaube, hier wird auch nichts sein. Gemälde. Kantine. Kann sie den jetzt wieder mitnehmen? Nein, dieses Banner hing genau richtig, wo es hing. Es vermittelte wichtige Werte wie Stärke und Selbstkontrolle. Lilly glaubte, den Effekt bereits zu spüren. Vor lauter Selbstkontrolle hätte sie am liebsten laut aufgeschrien. Ja, der Kommentator-Typ, den finde ich aber auch diesmal gut. Also das finde ich schon auch ziemlich witzig. Kronleuchter, Kapelle. Hier, nimm das Kreuz. Komm, irgendwas muss doch hier noch sein. Irgendwas muss man einsammeln können. Willst du da hin? Beichte mal. Okay. Und das Ding hier? Kannst du das nochmal? Nee. Dann nicht. Dann gehen wir nochmal raus zum Brunnen. Nee, hallo Shawnee. Nee. Blöde Hackfresse. So. Was können wir denn... Was... Will der vielleicht ein Ritterschwert als Beweis? Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl ein... Irgendwas anderes zum Beeindrucken? Shawnee, Lilly... Nein. Shawnee, Lilly... Vielleicht kriegen wir irgendwas anderes von hier, die Kippen. Was hast du da? Zigaretten? Ja. Nein, danke. Die kannst du gerne behalten. Natürlich rauche ich. Ich bin immerhin ein richtiger Rowdy. Aber nur, wenn ich nervös bin. Da ich aber Nerven wie Drahtseile habe, ist das mehr so hypothetisch. Ich bin ein hypothetischer Raucher. Was im Grunde noch tougher ist als normales Rauchen. Dann nimm doch die Kippen und oder gib mir dein Feuer. Was hast du da? Nein, ja. Natürlich, aber nur da ich bin was ja, im... Dann nicht. Glas mit Alkohol, Termiten. Lilly hätte den genug, aber sie hat... Shawnee, Lilly. Die Kippen wären doch super. Raufaserleinwand. Shawnee, Lilly. Tollkirschen? Shawnee, Lilly. Der Ballon. Den kann er dann kaputt machen. Shawnee, Lilly. Oder wir müssen ihn Edna wieder zurückgeben. Weiß ich noch nicht. Boah, dann weiß ich auch nicht. Du bist doof, Shawnee. Wasserhahn, Keller. Ist hier noch irgendwas, das man als Verlängerung benutzen könnte? So, ja, der Tod hier. Hallo, am Ofen. Da hätten wir dann das Licht, ne? Vielleicht lebt der da drinnen noch, der Memphis.
Oder wie er nochmal hieß. Weil hier müssen wir auch hin wegen dem Herz. Oh! Guck mal, hier ist die Tusnelda. Hallo, Suka. Suka ist bestimmt traurig, weil Dings weg ist. Suka schien Lilly gar nicht zu bemerken. Lilly nahm es ihr nicht krumm. Sie war nicht auf Sukas Aufmerksamkeit angewiesen. Warum sollte sie sich wünschen, dass Suka von der Schaukel rutscht und in der Tiefe zerschellt? Für derlei Gedanken gab es überhaupt gar keinen Anlass. Ja, dann lass uns das doch einfach mal den Baum, weil sie muss ja das wegmachen und sie schaukelt da gerade und das ist ja nur Zufall und wird morgen zerstören. Lilly hatte nicht den Hauch einer Idee, wie sie die Widmung damit vom Baum bekommen sollte. Indem sie das zerkratzt, aber ich glaube, sie will den ganzen Baum fällen. Lilly hätte dem Baum gerne all ihre Toll... Halb so schlimm. Wir müssen den Baum umstoßen. In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilly konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Das ist voll eklig. Glas mit Alkohol. Das war zu schade. Geht nicht, soll ja auch gar nicht tollkirschen. Das war... Irgendwas hier da in das Loch werfen oder so. Das einfach nur hier abschneiden. Also ich glaube, sie will ja die Widmung wegmachen. Ne? Sie will ja die Widmung wegmachen. Aber sie weiß nicht, wie sie es damit machen soll. Vielleicht muss man den Baum anzünden. Während sie schaukelt. Ich verstehe Lilly langsam. Und ihre Gedanken. Das Wollknäuel war ein... Ja, Lilly wollte das... Ja, dann lässt sie das in Ruhe, eine oder? Echte... Es war schwer zu erkennen, aber Lilly... Ja gut, dann mach wieder zu. Wie kriegen wir denn die olle Widmung da raus? Brauchen wir eine Axt oder den ganzen Baum weg? Dann sieht man die Widmung auch nicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich so... Lilly hatte nicht den Hauch einer Idee, wie sie die Widmung damit vom Baum bekommen sollte. Aber mit den Termiten, wenn sie die hier hinsetzt, dann könnten die doch gut da alles wegknabbern. Und die Termiten werden dann aber den ganzen Baum fressen, sodass der halt umfällt und in die Stürze geht. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten? Das heißt, wir müssen irgendwie die Termiten von da hinten rüberholen. Kannst du wieder dran? Lilly hatte gehört, dass Alkohol keine Probleme löst. In diesem Fall stimmte das. Wir müssen halt irgendwie die Termiten wieder haben, holen. Wir haben aber auch absolut nichts Süßes. Haben wir denn was, vielleicht nochmal das Obst von drinne? Im Kloster, in der Kantine oder so? Ja, ich weiß, ich mache jetzt hier schon wieder einen Schritt weiter, als ich soll, aber... Da weiß ich auch gerade nicht weiter. Lilly hatte sich bereits mehr an der Obstbar bedient als ihr Zustand. Ach so. Lilly nahm sich vor, sich später selbst dafür zu bestrafen. Lilly darf sie nicht. Okay. Was ist hier? Was sagt Doris eigentlich? Nix? Du schon wieder? Hm? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Hm. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Mhm. Okay. Ach so, wir können jetzt hier essen für die Katze. Hunger. Du, bevor du wieder nach Essen fragst. Es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Also so langsam wirst du mir lästig, Kind. Die Essenszeit ist schon... Und solange der Ofen im Keller aus ist und ich mein Messer nicht zurückhabe, bleibt die Küche kalt. Du hast hier also nichts verloren. Es sei denn, du hast das Rezept der Oberin dabei. Ach, das Messer. Ich habe aber ein Messer. Was hast du da? Ist das etwa mein Messer? Aha. Das kann doch nicht wahr sein, dass so ein kleines Balk wie du mit einem Messer durch die Gegend läuft. Doch. Ich sag's ja. Die Jugend von heute ist verdorben wie das Einweggulasch für nächste Woche. Weißt du denn nicht, was so ein Messer für einen Schaden anrichten kann? Soll ich es dir zeigen? Na, siehst du. Also gib schon her, bevor du irgendwen damit verletzt. Sowas. Ein kleines Mädchen mit einem Messer. Unverantwortlich. Hier, nimm stattdessen diese Motorsäge hier.
Jetzt, da ich ein Messer habe, brauche ich die nicht mehr. Gut. Dann, das ist doch ein guter Deal gewesen. Dann, ja. Nimm die doch mal. Messer dabei. Geh mal weg. Jawohl, wir haben eine Motorsäge. Das ist so das, ja? Also, was sollen denn die ganzen Gedanken in diesem Point-and-Click-Spiel, wenn man eine Motorsäge hat und die einfachsten Dinge auch einfach erledigen kann? Los geht's. Die Idee war gut. Genau. Leider fehlte das Benzin für die Kettensäge. So ein Scheiß. Benzin. Jetzt frag mich nicht, wo ich Benzin hier krieg. Also, irgendwo hier? Steht hier irgendwo, aber hier war ja nichts, ne, was ich mir nehmen kann. Hier war nix. Wo gibt's denn Benzin? Also Benzin kann ich mich jetzt echt nicht dran erinnern. Wo haben wir denn Benzin gehabt? Lilly würde keinen Unsinn mit der Motorsäge anstellen. Als pflichtbewusstes Mädchen wusste sie, dass man nicht einfach drauf lossägte. Sie würde bis nachts warten, wenn sie niemand störte. Ach so. Vielleicht ist das ja aber auch die Verlängerung schon. Die Motorsäge ist ja recht groß. Vielleicht reicht das ja. Weiß ich nicht. Reicht das? Als Verlängerung? So konnte Lilly die Knallfrösche garantiert nicht von der Statue holen. Hm. Wieder einmal waren ihre Arme zu kurz und ihre Leitung zu lang. Ach Mann. Lilly, du... Das gibt's doch nicht. Lilly, du... Lilly... Lilly, Lilly? Na gut, also dann doch Benzin suchen und anders irgendwie eine Lösung finden. Ist hier in der Sammlung Benzin? Hier irgendwo Benzin? Kann der mir hier helfen? Mit der Kettensäge auf ihn los. Lilly hätte ja gerne noch eine Anekdote gehört, aber sie wollte... Nein. Ich kann mich leider gerade nicht erinnern, ob ich irgendwo schon mal was gesehen hatte mit Benzin. Wie kriegen wir denn das Ding zum Laufen? Vielleicht muss da erst der andere Schritt tatsächlich getan werden oder so. Also die Olle hat ja jetzt ihr Messer wieder. Das heißt, die kann ja jetzt Essen wieder machen oder so. Dann gehe ich nochmal zu ihr, aber ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist ja dann mehr los. In der Kantine ist dann am Ende keiner mehr, weil alle tot sind. Also sie steht hier auch nur weiter rum. Was sagt Doris denn jetzt? Du schon wieder, ja. Soll da sein und für... Also sie kann ja jetzt eigentlich Essen machen, oder nicht? Du, bevor du wieder... Es ist jetzt schon Stunden hier in dieser Sekunde. Also sie braucht ja das Einwegglas. Was ist mit dem Essen für die Katze? Also so langsam wird die Essen und so lang... Du hast ja also nicht, es sei denn... Das Rezept haben wir auch nicht. Ofen läuft noch nicht und kein Rezept. Okay, den Ofen müssen wir also auch noch irgendwie in Gang kriegen. Und eine Verlängerung brauchen wir. Kann ich hier mit dem Kronleuchter noch was machen? Soll ich irgendwas machen? Lilly hatte hier bereits... In Gedanken schlug sie sich so heftig auf die Finger, dass sie bluteten. Ja. Und damit das zersägen später... Lilly hatte hier... In Sie will dann gar nichts mehr wahrscheinlich machen. Die Kapelle, da können wir auch nichts machen. Dann muss es was anderes geben. Vielleicht hat Shawnee Benzin? Shawnee schien nicht interessiert. Lilly musste wo... Was will denn der Seppel? Aber wir haben hier unsere Termiten. Murmeln. Lilly hätte dem genug... Aber sie hatte... Wir haben auch nichts Süßes. Ich wüsste auch nicht, wo wir was herkriegen, außer das Obst. Was ist, wenn wir Edna den Ballon schon mal bringen? Vielleicht gibt uns Edna ja irgendwas wieder. Vielleicht, fehlt dieser Schritt gerade. Wer weiß. Aber in den Schlafsaal zu Edna. Edna, guck mal.
Edna! So, das ist so der Moment, wo mir Dings wieder fehlt. Harvey. Du kannst mir deine tollen Sachen auch später noch zeigen. Konzentrier dich erstmal auf die Aufgaben. Solange du nicht alle drei Beweise hast verschwinden lassen, bin ich so gut wie geliefert. Ja, ich brauche doch deine Hilfe. Edna war sehr aufgeregt. Lilly entschied, erst wiederzukommen, wenn sie alle Spuren beseitigt hatte. Stickkissen. Tja. Leute. Was mache ich jetzt? Kein Benzin. Keine Verlängerung. Ich mache mal kurz einen Cut und überleg mal. Bis gleich. Ja, gut, ein bisschen gespoilert habe ich mich. Und eigentlich war ich schon auf dem besten Wege. Ich hätte es mal einfach weiter probieren sollen. Und zwar machen wir jetzt mal erstmal da weiter, wo wir anfangs waren. Das Schwert kann zwar direkt hier rangehalten werden, reicht aber nicht. Nein, sie muss es mit der Schuluhr kombinieren. Das Schwert reichte zwar weder zu den Knallfröschen noch bis zum Seil. Dafür passte es aber perfekt in die Maschen des Zeigers. Cool. So perfekt, dass es darin stecken blieb. Was sollte Lilly nur tun? Etwa abwarten, bis der Gargoyle von alleine zu Boden fiel? So viel Zeit hatte sie gewiss nicht. Na, können wir den nicht einfach drehen? Und schon bin ich wieder überfragt. Ich habe nicht so viel Zeit. Klar, die soll ja jetzt nicht warten, bis das Ding einmal rumgeht. Warum kann sie den dann nicht so von hier aus drehen? Das ist ja, hurra! Ja. Wie war? Was mache ich denn jetzt? Ich kann ja hier auch gar nichts mehr machen. Ich kann mit dem Gargoyle. Aber von da oben ging's ja auch nicht. Also, nee. Kann nichts tun. Wie kann ich das denn jetzt drehen? Mauszeiger. Ja. Die Turmuhr klang heute dumpfer als sonst. War es wirklich schon so spät? Oh! Ja, da, ist das wohl, reichte schon, dass ich hier weggehe. Jetzt sind die beiden. Matsch! Ist so! Geschafft. Jetzt fehlte nur noch ein Beweis, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Ja, das ist der Hammer. Das hat mich jetzt überrascht, dass das so schnell klappte, aber das hat anscheinend hier die Seile durchgeschnitten oder so. Ich musste nur anscheinend weggehen. Wenn ich da jetzt... Ach, sie kann jetzt ja gar nicht mehr durch. Hier stand übrigens vorher Kapu und deswegen konnte man gar nicht durch die Tür gehen. Und hier ist auch schon wieder so ein kleiner Blutgnom. Dann machen wir jetzt das zweite, das weiß ich jetzt auch schon. Bin ich auch froh drüber, sonst würde ich jetzt wie doof das Benzin suchen. Aber nein... Wir sollen einfach das Glas mit Alkohol damit benutzen. Lilly hatte einen Geistesblitz. Der hochprozentige Alkohol war ein famoser Treibstoffersatz für die benzingetriebene Kettensäge. Die Oberin würde sicher stolz auf sie sein. So, die geht jetzt auch. Und deswegen gehen wir raus. Tut's ihr gar nicht leid um Kapu? Weiß ich auch nicht. Tut's ihr gar nicht leid darum? Anscheinend nicht, weil sie gar nichts gesagt hat. Naja. Dann, ist die Shai mit Kapu für immer vereint. Und so. Motorsäge, Widmung wegmachen. Ja. Geschafft. Lilly hatte Ednas Aufträge ausgeführt und alle Beweise verschwinden lassen. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Lilly, Gott sei Dank, ich habe ein neues, viel größeres Problem. Ich kann mein Tagebuch nirgendwo finden. Und da steht doch alles über meine Fluchtpläne drin. Ich habe sogar eine Karte angefertigt, auf der ich mein Versteck markiert habe. Also vergiss die Sache mit den Beweisen. Nein, vergiss sie einfach. Die waren eh nicht weiter wichtig. Das Tagebuch hat jetzt höchste Priorität. Bitte hilf mir suchen. Wenn die Oberin es in die Finger bekommt, bin ich geliefert. Es muss irgendwo in der Nähe sein. Lilly wusste natürlich sofort, was zu tun war.
Sie wusste sofort, was zu tun war. Oh Mann. Ja, ich wusste sofort, was ich zu tun habe. Es ist hier in der Nähe. Vielleicht unterm Stickkissen? Da. Oder woanders. Warum habe ich das jetzt gemacht und es ist ihr egal? Ja, war das jetzt so schwer? Da lag es doch schon, das Tagebuch. Ach so. Oder hing vielmehr. Die verräterischen Aufzeichnungen baumelten an der Kralle einer dumm daherglotzenden Taube. Die wegfliegt gleich, sobald ich hingehe. Wollen wir wetten? In dem Augenblick, als Lilly das Tagebuch schnappen wollte, erhob sich die Taube in die Lüfte. Und ich muss Tauben schießen. Und flog mitsamt Tagebuch zum Klosterdach, wo sie im Gebälk über dem Büro der Oberin. Oh nein! Oh Gott. Da half auch kein dümmliches Gucken. Ein weiteres Mal führte Lillys Weg nun in die Höhle des Löwen. Blöder konnt's ja nicht laufen, oder? Echt scheiße. So, wir gehen nach oben zum Büro und kriegen aufs Maul von der Oberin. Oh Mann, die darf das doch nicht lesen. Hoffentlich liest die das jetzt nicht. Sie ist sogar da. Oh Gott. Na endlich, da bist du ja wieder. Lumpi verhungert bereits. Hast du das Essen besorgt? Was? Und dann traust du dich hierher? Abmarsch! Los, los, los! Hier ist irgendwo die Taube. Wie ich diese Kinder hasse! Irgendwo ist die Taube, ne? Nee, ich hab sie gehört, die ganze Kurr, kurr. Wir müssen Tauben schießen. Das will der Shawnee da unten ja sowieso. Guck mal, das kriegen wir mit den Knallfröschen hin. Wie komme ich denn jetzt aber an die ran? Oder müssen wir uns erstmal um die Aufgaben kümmern? Ja, aber wir müssen Tauben schießen, damit er stolz auf uns ist und blablabla. Und wir müssen den Ofen anheizen, damit die da unten auch überhaupt kochen kann. Warum muss die eigentlich kochen? Das wird extra Geflügel jetzt gekocht für den Kater, oder? Ich weiß auch nicht. Ich will hier gar nicht hin. Was ich noch ganz schnell jetzt mache, ist gucken, ob die eine da überhaupt noch... Ich glaube, der Baum ist nämlich umgefallen. Oh, hier sind jetzt Spatzen! Lilly mochte die Spatzen. Nie im Leben wäre sie auf die Idee gekommen, auf sie zu schießen. Andererseits musste sie Shawnee beeindrucken, um an das Rezept zu gelangen. Also sollen wir jetzt auf Spatzen schießen? Ich dachte, ich soll jetzt auf die Taube eher schießen. Oh, wie blöd. Können wir die vielleicht mit einer Muskete erschrecken? Lilly hätte Shawnee gerne gezeigt, dass sie sehr wohl tough genug war, um auf Spatzen zu schießen. Leider war ihre Muskete nicht geladen. Können wir das damit machen? Lilly erinnerte sich noch gut an die Klosterschulordnung. Man durfte Knallfrösche nur dann benutzen, wenn es einen triftigen Grund dafür gab. Irgendwie so. Okay, vielleicht mit den Tollkirschen? Die Tollkirschen waren zwar klein und kugelig, doch als Munition nur für einen Spuckwettbewerb geeignet. Dann spuck sie doch an. Ich wusste es doch. Du bist sogar zu dumm, um auf Spatzen zu schießen. Bin ich überhaupt nicht. Nehmen wir dann die Murmeln? Hurra! Die Murmeln waren die perfekte Munition für die Muskete. Manno, jetzt muss ich echt damit draufschießen. Oh, scheiße. So, Shawnee. Lilly hatte zwar die Spatzen verfehlt, nicht aber ihre Wirkung auf Shawnee. Er schien tatsächlich ein wenig beeindruckt zu sein. Ja, das ist doch gut. Adlerleiche. Adlager. Oh Gott. Was für ein schönes Tier. So stolz. So ein glänzendes Gefieder. Hoffentlich fand Lilly später noch Zeit, mit ihm zu spielen. Der ist tot, das ist eklig. Und ich muss einen Cut machen. Ich wollte eigentlich nach hinten zum Baum gucken, ob sie da noch sitzt. Wahrscheinlich nicht mehr. Der Baum ist bestimmt schon umgeknackt. Finde ich gut, finde ich lustig. Wir sehen uns im nächsten Part von Harveys Neue Augen. Bis dann.